Ich heiße Adam Maletz. Ich bin Designer und Produzent von Motorradtaschen. Wir produzieren unsere Motorradtaschen in Polen, in unserer Näherei. Und heute möchte ich euch vorstellen die Serie Voyager. Die Taschen nehmen wir aus wasserdichtem Material, Polyester 600D. Wir haben hier wasserdichte Reißverschlüsse. Die Tasche generell ist wasserabweisend, aber wasserdicht ist, wenn wir den Regenhaube benutzen. Montieren können Sie das einfach mit drei Kapuzen, drei verschiedene Größe, Small, Medium, Large. Die Tasche können Sie montieren entweder auf dem Sitz, auf dem Gepäckträger oder auf der Rückenlehne, sogenannte Sissy Bar. Sie können die montieren, wenn Sie fahren zu zweit, auf dem Gepäckträger mit diesen Kapuzen. Sie haben drei verschiedene Kapuzen und eine davon wird passen auf dem Sissy Bar. Oder wenn Sie zu zweit fahren, können Sie montieren das auf dem Sitz. Wenn Sie machen das ohne Sissy Bar, direkt auf dem Sitz oder auf dem Gepäckträger, dann montieren Sie das einfach mit vier Gürtel. Mit dem Sissy Bar machen Sie das mit zwei Gürtel. Die zwei Gürtel ziehen Sie durch den Sissy Bar, Gepäckträger, Blinker, Fußraster, Stoßdämpfer. Und Sie einfach das durchziehen. Und entweder unten an den Klammer oder oben an die Klammer anklicken. Dann wird zugezogen von beider Seite oder von vier Seiten. Und das Rest von dem Riemen, dass das nicht flattert an dem Wind, falten Sie zusammen und machen Sie das unter die Gummi. Fertig. Die Tasche ist sehr stabil. Wenn Sie zum Ziel kommen, machen Sie alles am Motorrad, müssen Sie nicht auf Nase-Boden abstellen. Und innerhalb von ein paar Sekunden haben Sie einen Rucksack und können Sie die Tasche einfach mitnehmen und haben Sie Hände frei, Motorrad abschließen, Tür öffnen, Helm tragen. Wie ich schon gesagt habe, die Tasche ist gemacht aus wasserdichtem Material. Wir haben auch hier wasserdichte Reißverschlüsse gemacht. Ein Schwachpunkt in dieser Tasche sind die Nähte. 1 bis 2 Stunden können Sie fahren in einem Regen, aber wenn Sie länger fahren wie 2 Stunden in Regen, dann müssen Sie eine Regenhaube benutzen. Die ist dabei bei jeder von unseren Taschen. Die ist gemacht aus wasserdichtem Nylon und alle Nähte haben wir heiß verschweißt. Auch die Reflexionsstreifen, alles ist heiß verschweißt. Und Sie ziehen das einfach drüben auf die Tasche. Dann haben Sie einen Schnur unten drunter, ziehen Sie einfach zu, blockieren Sie mit der Blockade und das Rest von dem Schnur ist sehr wichtig, schnurren Sie rund ums Sissy Bar oder Gepäckträger. Sie haben Reflexionsstreifen von 4 Seiten, sind Sie sichtbar von Entfernung 200 Meter. Das gleiche ist an der Tasche auch. Die Tasche hat sehr viele Innen- und Außentaschen. Die können Sie mit Handschuhe öffnen. Sind auch mit wasserdichten Reißverschlüssen, zum Beispiel für Regenhose, für Regenjacke. Hier haben Sie eine Tasche für Wasserflasche, für Taschenlampe. Das Netz für Wasserflasche ist auf der linken Seite, deswegen, weil wenn Sie fahren einfach mit Motorrad alleine, können Sie sich super lehnen. Rechte Hand haben Sie auf dem Gasgriff und hier mit der linken Hand können Sie einfach das Wasserflasche, so eine Fahrradflasche rausholen und trinken und müssen Sie nicht Stopp machen, wenn Sie einen Schluck Wasser trinken möchten. Vorne haben Sie eine Tasche für Mappe oder für irgendwas Linkes oder, was ich empfehle Ihnen, können Sie ein Handtuch rollen oder ein T-Shirt oder eine Memory-Kissen von Flugzeug und rein tun und dann haben Sie hier so sehr weiche Bereich, die ist ungefähr in Höhe von Ihrer unteren Wirbelsäule und können Sie super bequem sitzen, während das fahrt. Innen drin haben Sie eine Tasche für Dokumente, für Geld auf die Tankstelle. Hier an die Seiten haben Sie 2 Geheimtaschen von beiden Seiten, können Sie in was verstecken. Wenn Sie keinen Platz mehr in der Tasche haben, wenn die Tasche voll ist und haben Sie keinen Möglichkeit, irgendwas noch zu packen und haben Sie was gekauft unterwegs. Jede von unseren Taschen
hat so ein Netz, Gumminetz, sogenannte Spinne, mit 6 Haken. Unsere Tasche hat 5 Punkte, wo Sie die Haken montieren können. 2 vorne, 2 hinten, 1 oben. Und dann können Sie die Haken so hier montieren. Und jetzt können Sie montieren irgendwas, was Sie gekauft haben auf dem Bike Week. Oder 2 Schlafsäcke, Zelt, Jacke. Und die Regenhaube montieren Sie oben drauf, wenn es regnet. Dann die Sachen kommen trocken nach Hause auch. Wenn Sie nach dem Regen Regenkombi haben, können Sie auch den hier schieben. Und das trocknet Warenfahrt, wenn Sie fahren mit Motorrad. Wind trocknet das alles. Wenn Sie was Längeres transportieren, lange Isomatte, Zelt oder Jacke wollen Sie einfach ausziehen und montieren, dann haben Sie hier 2 Riemen, die sich hier montieren und können Sie so hier fixieren, das schnell. Wenn Sie später die Tasche erweitern wollen mit einer Rolli-Serie von AGM, dann können Sie das montieren mit Klick-Klack-System, der hier von beider Seite ist. Wenn Sie eine fremde Rolle haben oder einen Seesack oder obendrauf wollen Sie was montieren, dann auch benutzen Sie die Riemen und diese Rucksackriemen. Und obendrauf können Sie das hier fixieren und montieren. Jede Voyager-Tasche hat 2 Extra-Riemen, mit denen können Sie die Riemen verlängern. Oder können Sie einfach so hier mit diesen Plastikösen, die untere Öse benutzen Sie, die untere Loch, befestigen Sie hier an dem Gepäckträger oder an verschiedene Teile von Ihrem Motorrad. Die Tasche können Sie auch benutzen als Reisetasche. Die hat einen Schulterriemen. Können Sie hier montieren und können Sie als Reisetasche benutzen. Boden von der Tasche ist gemacht aus einem Gummi. Das ist ein Gummiboden. Die verkratzt Ihren Sitz nicht, wenn das auf dem Sitz ist, und bremst an dem Nasengepäckträger. Harte Platte, wenn Sie viel laden, biegt sich nicht die Platte. Und die Platte ist hier, können Sie mit Klettverschluss hier öffnen. Die ist mit Zertifikat für Lebensmittel, die können Sie auf Campingplatz als Schneidbrett, Frühstückbrett benutzen. Also nochmal alle Accessorien, die wir haben in jedem Voyager. Das sind 5 Accessorien. Regenhaube, Schulterriemen, 2 Extrariemen, das Boden und das Netz. In der Serie Voyager haben wir auch spezielle Montagesysteme für die Leute, die haben auf ihrem Motorrad extrem höher CC-Bar. Da haben sie so 2 verschiedene Gummis hier. Und jetzt können sie über den CC-Bar drüber schieben und das CC-Bar kann extrem hoch sein. Geben wir 2 Jahre Garantie und für die Plastikklammer, die sind sehr stark, geben wir lebenslange Garantie. Unsere Taschen haben wir in 3 verschiedene Größen. Voyager 1 55 Liter, Voyager 2 60 Liter und Voyager 3 75 Liter. Wenn ihr mehr über unsere Produkte wissen wollt, abonniert unseren Kanal.